Martins! Judududududu. Ja, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier in der letzten Nacht. Ich hoffe mal, wir kriegen ihn jetzt. Den Reiki Reiki. Den ollen Blöden. Ja, letzte Nacht. Wohnmobil sieht aus wie Sau. Noch nicht, okay. Ja, ich schaue es mal nach. Wo haben wir denn unsere Camps? Da. Ja, die werden wir die da hinten passt mir noch nicht so. Nee. Erstmal die da hinten wieder aufstellen. In der letzten Nacht kommt er auch richtig schön nah ans Camp. Schwein, die rennt wieder wild durch die Gegend. Ja, ich will mal hoffen, dass es jetzt klappt. Auf jeden Fall mal sehr schön. In der letzten Folge, dass der Reiki-Line runtergeschossen werden kann. Was das blaue Licht betrifft, ja, es soll ja angeblich in der im Nachfolgespiel hiervon, es soll wohl eine Serie werden über verschiedene Kryptomonster, sprich Bigfoot kommt noch und was weiß ich, das all gibt. Ja, da soll das geklärt werden mit diesem blauen Licht. So, alle Dinger stehen. 5 Stück. Eigentlich könnten wir so anfangen, ne, aber mein großartiges Muni. Sniper war leer. Sniper war leer. Energie sagt, oh, 3 locker. 42 Schuss. Fangen wir gleich an? Ich weiß nicht. Ich muss erst mal kurz was trinken. Ein Zement. So. Joa. Peaks. 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 Ich puffer dich zu Tode. Peaks. Peaks. Nein. Ja. Keine Ahnung, soll ich jetzt echt direkt anfangen? Schwierig, schwierig. Ein bisschen Knusperfutter mit hier. Nom, nom, nom. Mein Glückskiesel ist auch noch da. Wenn der Rack den mitnimmt, dann haben wir verloren. Das ist klar, ne? Ja, den tollen Bewegungsmelder suche ich jetzt gar nicht erst. Sollte ich jetzt echt schon anfangen? Ich weiß nicht. Ach, Entschuldigung, eben aufstoßen. So. Ja, eigentlich könnten wir, ne? Ich meine, großartig Items gibt's nicht mehr. Mann, ist der gut, Schweini. Eigentlich könnten wir. Bestimmt springt er gleich dann nachts wieder durchs Fenster da hinten. Was er angeblich nur soll, wenn man alle wenn man das Fenster kaputt gemacht hat. Glaube ich aber nicht. Draußen wird wieder geballert. Leute, es ist noch nicht Silvester. Warte mal, nein, nicht so schnubbeli-wubbeli, schnell. Oh Mann. Oh Mann. Holy crap, ich bin ein bisschen angespannt. Die Bären fallen, klar, sicher. Die wollte ich mir noch wiederholen. Die Bären fallen, hoffentlich sind die da noch. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Und ein bisschen mehr gelesen, also wenn man jetzt zu weit an der Kante des Wohnmobils ist, wenn man oben auf dem Dach ist, kann der Rake auch von hinten aus dem Baum raus gesprungen kommen und einen übelst verletzen, habe ich gelesen. Ich will es nicht so weit kommen lassen. Ja. Ja. Hier liegen sie ja noch, schön. Ja, so total strategisch platziert, ne? Einmal hier im Halbkreis, natürlich vor der Ecke, wo ich nichts sehen kann. Schlau, echt schlau. So, das waren jetzt eine 5. Hi. Ganz schön viele Schweine hier heute, ne? Was hier wohl los ist? Oh, hoffentlich kriege ich den, ehrlich, Leute. Ehrlich, Leute. Das gibt's nicht. Die letzte fucking Nacht. Wenn ich den jetzt nicht kriege, dann ist vorbei. Schnauze voll. Ja, ich muss dazu sagen, es könnte sein, dass das vorerst mal ein letztes Video ist. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich danach noch so zocken möchte, will, kann.
auch zeittechnisch jetzt so eine Frage, weil ich mir demnächst mehr Zeit auf mein getigertes Augenmerk auf meine andere Hobbys setzen möchte. Sprich Zeichnen, NPCs und so weiter und so fort. Ich knusper hier mal ein paar hin. Ja. Wenn er jetzt wirklich ins Lager kommen sollte, ein paar behalte ich. Man weiß ja nie. Tür zu und ab dafür. Auf geht er, Peter. Ne? So. Ich hätte ja noch SCP. Es war so klar. Und der Trailer sieht kacke aus. Ganz ehrlich, ich renne mal gleich aufs... Was zum Fell? Gehen wir gleich aufs Dach und guck mal, ob man nicht schon hier rumrennt. Unser Reiki. Ich höre auf jeden Fall hier was trapsen. Wer soll das denn? Ist ein Schwein. Reiki, Reiki, Reiki. In dem fucking Wald. Kennt ihr das Lied von ABBA? Ja, ne? Ich kenne das auch wohl. Das klingt ganz nach Reiki. Könnte hier sein. Oder das blöde Ding ist in die Falle gelaufen. Da ist er ja. Der hat echt noch zu viel Energie. Ich krieg den nicht runter. 100 Pro. Hier so Schmodder aufs Dach geworfen, wa? Kackvieh. Ja, in der letzten Nacht ist er dann also nur im Camp. Okay. Die Fallen überhaupt noch da, die ich gesetzt habe? Ach Mann. Warte mal bitte, Leute. Ich mache mir das Fenster zu. Ich höre hier nämlich gar nichts. So, noch alle da? Cool. Ja, weil draußen irgendwelche Vollspackos meinen, hier wieder großartig Fußball rumzugrölen und so und Knaller fliepsen zu lassen. Nicht meine Welt, wa? Ist mir zu primitiv. Ich kann von oben hier so stealth-mäßig, yeah, bam, Alter. Jetzt natürlich genau vor die Tür, dass ich auch reinrenne. Jetzt kommt er natürlich wieder nicht raus und die Zeit vergeht. Ich werde den wieder nicht kriegen, 100 Pro. Ich kenn ja mein Glück.
Ja, wo ist das denn? Okay. Und das dauert jetzt wieder ewig. Renn in die blöde fucking Falle, du Rake, du. Man hört ihn noch schlecht trapsen, ne? Weil wegen dem Regen und so. Nachtfischer, ich höre dir trapsen. Ach Leute, echt jetzt. Im Dunkel des Waldes. Yes. Schön, die Schuhkartons sind leer. Das gibt's doch gar nicht. Ich frag mich, ob der Rake Andreas mit Vornamen heißt. Das würde irgendwie passen. Frag mich jetzt nicht, warum. Eigentlich auch weibliche Rakes? Heißen die dann Jennifer? Na, lassen wir das. Blöder Kack-Rake, jetzt komm raus. I need to kill you. Buddy. Wie Schwarzenegger sagen würde. We need to go to the chopper. Ach, Reiki, renn doch eben bitte in so eine komische Falle. Oder lass dich treffen. Du Kackwurst. Verdammt, meine Brille rutscht. Ja, Tiger kann auch eine Brille tragen. Das geht. Das ist anatomisch richtig. Ja. Immer dieses Warten. Lässt sich auch immer Zeit, der sagt, ne? Toll, 39 Schuss und die Zeit rennt. Der kleine Scheiße Reno kommt nicht raus. Was mache ich da? Geh nochmal aufs Dach? Muss doch gleich kommen wieder. Ja,
Manu. Man hört ihn noch so schlecht jetzt. Ich gucke mal links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aber irgendwie... Noch mal ein bisschen besser. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde das schon mal lustig, wie im deutschen Creepypasta immer der Rake ausgesprochen wird, ne? Epic Fail, aber volles Matt. Der Rake, das klingt so falsch. Rake ist ja nicht auch ein Rechen, ne? Ein Hake. Der Rechen. Damit habt ihr nicht gerechnet, gerechnet. Haha. Flat Joke Alert. Der Rechen kommt, um uns zu rächen. Ruben mit dem Rechen. Digga, wo bist du denn nun? Rake. Ich kenne wohl Sake, ja, aber Reisschnaps, leckerer, aber Rake? Kann man das bei Lidl kaufen? Ich hätte gern 500 Gramm Rake am Stück. Okay. Ich geh nochmal aufs Dach. Es ist viel zu ruhig, das macht keinen Spaß. Nix zu sehen. Jetzt bauen doch mal, Mann. Rake. Ach, Rake, so kriege ich dich doch nie. Muss ich mich echt in die Mitte stellen? Ich gehe ins Zelt. So. Wow! Getroffen habe ich dich, du Schnabbel! Kriegt er mich hier im Zelt? Glaube ich ja wohl gar nicht. Sollte ich da stehen bleiben? Kann er mich da nur von vorne kriegen? Und dann schieße ich ihn runter. Wäre das eine Strategie? Ich mach's nochmal. Yo, Digga! Mann! Das kommt davon immer, von allen Seiten hier, oder was? Knarre! Ehrlich, der kommt jetzt immer von vorne? Cool. Taktik confirmed. So viel zieht er nun auch nicht ab. Ich höre ihn wohl. Irgendwo tüdelt hier rum.
Eine Backpfeife, der Sack. Wir machen das mal ganz easy peasy. Ich leg da mal eine hin. So. Komm mal her, du. Wie ich mich kenne, renne ich da gleich sowieso selber rein. Aber okay. Reiki, Reiki, Reiki. Ich habe hier was Leckeres. Das ist metallisch, hat ganz viel Eisen, ist gesund. Ganz viele kleine super Zähne, die knuspern. Komm doch mal. Reiki? Reiki, lass mich nicht ein Stück. Ach Reiki, sei doch nicht so. Ricky, Ricky, Ricky. Ricky? Dauert das immer so eine Zeit, bis der kommt? Hahaha, Bitchy. Bitchy. Könnte klappen, das Ganze, ne? Camper-Methode. Counter-Strike. Da werden Erinnerungen wach. Ricky, Ricky, hier kann er mir nichts haben in meinem Superzelt. Oh, super Texturen, geil. Ich will auch so ein Zelt. Ricky, Ricky, komm doch mal rein in meinem Kuschelzelt. Oh Gott, jetzt wird's schwul. Okay, ah. Na, ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Der kleine Ricky. Ich frag mich, wie das Ende aussieht. Aber soweit sind wir noch nicht. 13 Stunden, er hat noch Energie. Nicht in Sicherheit wiegen. Mal schön rumlaufen, dass der irgendwie spawnt. Ich habe ja keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Nutzen wir einfach die Spielmechanik. So, fertig. Hat mich auch schon lange genug geärgert, der Type. Der Rake. Da ist er, ne? Da ist ein Fahren. Komm schon. Spawn hier irgendwie. So vorstellen, im echten Leben rennt so ein Typ im Zelt immer vor, zurück, links, rechts. Rake. Rake. Oh, geh in die Falle, geh in die Falle. Ah, oh, fuck it. Muss ich nur die Klifte wieder auswechseln. Ah, das könnte knapp werden. Ich ziehe ihm zu wenig ab, Mann. Versuch's mal auf die andere Art und Weise. Dahin. So. Noch 11 Stunden, kacke. Werde ich ihn kriegen? Werde ich ihn kriegen? Wenn nicht, dann nicht. Dann war es das für mich. Genug in diesem elenden Wald rumgedümpelt. Schnauze voll. Kannst nicht mehr sehen, das olle Gelöt hier. Kann ich wenigstens sagen, ich hab's versucht. Ich hätte ihn fast gehabt. So. Ja. Reiki Boy. Das dauert wieder eine Weile.
gleich weg ist, dann trinke ich erstmal einen Schluck. Ich hab ein Pappmaul wie Sau. Auf der Stelle laufen. Hier. Yeah. Okay. Ach. Und vor und zurück. And up and down. And up and down. Das waren die Venga Boys. Kennt das noch einer? Nein? Keiner? 90er Euro Trash. So schlecht, dass es einfach gute Laune bringt. Renn in die Falle, Mann. Ich höre ihn schon wieder. Renn in die Falle. Dann mach ich dich alle. Du dumme Schnalle. Oh, 9 Stunden, ich werde ihn nicht kriegen, Leute. 100 pro. Dauert zu lange. Aber egal, wir haben sämtlichen Content vom Spiel gesehen. Ach komm, einmal darfst du aber noch. Reiki Boy. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er weg. Weg. Hat sich bestimmt schön in mein Wohnmobil reingesetzt. Oder hängt irgendwo fest? Hatten wir auch schon mal im letzten Part, wo dann ein Käfig rumgeklebt ist. Ist er da irgendwo? Nein, keine, nix, gar nix. Nein, nix, gar nix, nix, nein. Nüscht. Mit Ü. Ach, Reiki. Sieben Stunden, toll. Hurra! Das wird nichts mehr. Ich bin jetzt noch ein paar Chips heute Abend, so. Boah, Digga, wo bist du denn? Das ist doch sonst immer so zuverlässig. Und ich habe mich auf dich verlassen, Rake. Nix. Ich hab wohl keinen Bock mehr zu spielen. Lass mich raten. Jetzt kommt er, ich gehe raus und knall ihn ab. Mein Gott. Was soll das denn? Kommt nicht mehr, oder? Das war's dann wohl. Verkackt. Pauli hat's verschissen. Hat meine Zelttaktik durchschaut. Der Schlingel. Nix. Sieht so scheiße aus.
Ja, vielleicht klappt's ja so. Das muss ich erst tausendmal angucken, eine Stunde oder so. So, komm, wir machen das jetzt so. Lass ihn ankommen. Geh nochmal hier kurz hin. Hey, Buddy. Buddy, Buddy, Buddy. Fünf Stunden, ob ich das noch pack? Nee. Ein bisschen knapp, ne? Jetzt tritt doch! Blöder Jägertype. Weißt du? 1000 Bigfoots gekillt, aber trifft daneben, ey. Penner. Echt. Held minus 1. Vier Stunden. Hier bin ich. Ich habe sogar extra Licht für dich angemacht, Rake. Und du verschmähst meine Freundschaft. Toll. Wenn ich Facebook hätte, würde ich dich direkt rauskicken aus meiner Freundschaftsliste. Hier war nur ein Blatt. Hallo Blatt. Das gibt's auch nicht, ne, dieser blöde Jäger. Die Fallen liegen auch richtig kacke hier. Mal die hier. Da noch hin. So. Laufen wir nochmal durch. Und warten wir hier. Vorne schön. Vielleicht kommt er ja doch nochmal. Ich möchte nur seine Hand schütteln, weißt du, so eine Bro-Fist und so. Bro-Hoof. Mann, hat der noch wenig Energie. 3 Stunden. Ich glaube, das wird nichts mehr. Mm-mm. Yo, Rick, deine Crew ist wack. So, das ist eine wacke Alien-Wapper. Zwei Stunden. Das war so klar. Keine Medipacks mehr. Ich bin auch gleich tot. Schlau bin und in jede fucking Falle reinrennen. Also, Rake, du oder ich? Ach, toll. Ich. Das ist so nicht wahr. Wenigstens bin ich kämpfend gestorben. So. Lass mich da lang, Zelt. Ich muss hier rein. So. Mein Lieblingszelt. Blöder Rake. Komm. 2 Stunden noch, hä? Hä? Wo bist du? Hast du jetzt Angst, wa? Knusper Carlo. Ne, jetzt spielt er auf Sicherheit. Das kommt doch nicht wieder, wenn der Punkt an ihn geht. Ist ja klar. Ach, das ist doch doof. Ich renne noch ein bisschen rum.
Sack. Sprich, tot, du Sack. Weh, ich renne jetzt in die Bärenfalle rein. Weh, Junge, weh, du rennst da jetzt rein. So. Keine Medipacks. Ich warte hier jetzt so Stunde 0 und sterbe ich wenigstens nicht. Hihi. Das lasse ich mir nicht nehmen. Da kommt jetzt eh nicht mehr. Das war's. Okay. Naja, schön. Das war's dann mit The Rake. Ich hab's wenigstens versucht. Er oder ich hätte ihn fast runtergekriegt. Nochmal tue ich mir das Gelöt nicht mehr an, weil... Nee, ey, Leute, ehrlich nicht. Auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Interessantes Spielprinzip. Ich freue mich, was in der Zukunft davon kommt. Interessiert mich sehr. Wäre immer cool, wenn ich danach mal den El Chupacabra fangen könnte oder so. Das wäre derbe geil. Was mich auch sehr interessieren würde, wäre so Nessie. Weißt du, dann hat man so einen riesigen See und so ein Boot und dann muss man so mit Echolot den Booten abchecken und dann sieht man in der Ferne ab und zu mal so ein riesiges Körperteil oder so und dann müsste man da hin oder die Kreatur kommt direkt neben dem Schiff auf einmal hoch und das Schiff würde anfangen zu schwanken und so. Das würde mich interessieren. Dann hat man so Harpunen und so. Das wäre ein geiles Prinzip. Aber naja, mal gucken, was die Zukunft bringt. War auf jeden Fall cool, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann eventuell in irgendeinem Projekt, was, wenn ich mal Lust und Laune habe. Bis dahin, peace!